Before switching to German, though, I would like to welcome dear President Lagarde, dear Minister Lindner. We are very pleased to have you here with us, dear Jens Weidmann, dear Joachim Nagel, dear Mr. Supplitt. Dear ladies and gentlemen, I would like to welcome you very much on behalf of the board of the Deutsche Bundesbank to this change of office ceremony. It is the first time that we are broadcasting an event like this virtually via the internet, so I would like to welcome all other guests who unfortunately have to join us from their offices or from home, but we are very happy that we can reach out to all of you, and I would like to welcome you all to this event. Nach gut 10 Jahren geht heute eine Ära zu Ende, die Ära der Bundesbank unter deiner Leitung, lieber Jens. Für viele bist du das Gesicht der Bundesbank. Die geldpolitischen Debatten der vergangenen Jahre sind sehr eng mit deinem Namen verknüpft. Nur 2 Präsidenten der Bundesbank waren länger im Amt als du, aber nur unwesentlich länger. Das bietet die Gelegenheit, zurückzublicken auf die vergangene Dekade, aber auch den Blick nach vorne zu richten auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. Ich glaube, wir alle wissen, dass Wirtschaft und Gesellschaft im Moment vor großen Herausforderungen an einem Wendepunkt stehen. Und das erfordert Stabilität und Vertrauen. Uns steht ein erheblicher wirtschaftlicher Strukturwandel bevor, ausgelöst durch den Klimawandel, aber auch durch andere globale Herausforderungen wie die Digitalisierung. Die Digitalisierung wird auch den Finanzsektor erheblich beeinflussen und den Strukturwandel beschleunigen. Änderungen im Zahlungsverkehr, im Zahlungsverhalten sind nur ein prominentes Beispiel. Notenbanken müssen mit einer weltweit gestiegenen Verschuldung und zurzeit erhöhten Inflationsraten umgehen, und sie müssen natürlich die Wende zu einer klimaneutralen Wirtschaft begleiten. Als Notenbanken können wir wesentlich dazu beitragen, gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Denn wir sorgen für die Stabilität von Währungen und auf den Finanzmärkten. Und letztlich sind Geldwertstabilität und Finanzstabilität 2 Seiten einer Medaille, die wir europäisch sichern müssen. Daher wurden auch im Eurosystem im vergangenen Jahr wichtige strategische Entscheidungen getroffen, zu denen die Bundesbank, zu denen du, Jens, ganz wesentlich beigetragen hast. Denn eine Botschaft deiner Amtszeit lautet: ein starker institutioneller Rahmen schafft Vertrauen. Er bietet die nötigen Leitplanken in einem sich schnell wandelnden Umfeld und er hilft auch letztlich immer wieder, tagespolitische Entscheidungen in einen längerfristigen Kontext zu stellen. Und deswegen sind eben Stabilitätskultur und Unabhängigkeit die beiden Eckpfeiler dieses Rahmens und auch immer die Maxime deines Handelns gewesen. Denn um Preisstabilität zu ermöglichen, müssen Notenbanken unabhängig agieren können, unabhängig von politischem Druck, Rücksicht auf die aktuelle Haushaltslage zu nehmen, aber auch unabhängig vom Druck der Finanzmärkte, günstige Finanzierung bereitzustellen, wenn das eigentlich zur Sicherung der Preisstabilität nicht mehr angezeigt ist. Und genau mit diesem Rüstzeug bist du aus deiner Promotion an der Universität Bonn gekommen. Und wenn man einmal auf deinen Lebensweg zurückblickt, dann muss man im Nachhinein sagen, alles lief eigentlich sehr zielstrebig auf das Amt des Bundespräsidenten zurück. Du hattest Stationen beim Sachverständigenrat, beim Internationalen Währungsfonds, in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Bank, im Kanzleramt als wirtschaftspolitischer Berater von Kanzlerin Merkel. Also du warst zu deinem Amtsantritt im Jahr 2011 bestens vorbereitet auf die kommenden Aufgaben und du kanntest die Bank auch gut, um zu wissen, welche strategischen Weichenstellungen nötig sein würden, um sie fit für die Zukunft zu machen. Denn auch wenn die institutionellen Leitplanken feststehen, so gibt es doch immer wieder Herausforderungen entlang des Weges, die gut gemanagt werden müssen. And because many of these challenges were actually European challenges, let me again continue in English. It was in particular the global financial crisis and the debt crisis in Europe that have shaped your term in office. I would argue that Europe has been strengthened institutionally and that the Bundesbank has played a major role in this process. Being a reliable partner in the Eurosystem has always been a motive of
of your actions and of our own work in the Eurosystem. The Bundesbank is actually an integral part of the Eurosystem, so I would just like to highlight three examples for successful European integration. In the past decade, the single supervisory mechanism has been established as part of the banking union. We have the European Systemic Risk Board, which coordinates financial stability policies in Europe. And of course, we are at the threshold of another big European project, which is the digital euro. Es gibt aber auch eine Reihe von nationalen Aufgaben. Und seit dem Jahr 2014 hat die Deutsche Bundesbank eine neue wichtige Rolle bei der Sicherung der Finanzstabilität. Natürlich waren funktionierende, stabile Finanzmärkte für die Bank immer wichtig, aber mit dem Finanzstabilitätsgesetz wurde ein neuer Rahmen dafür geschaffen. All diese Aufgaben intern, europäisch, international kann die Bank nur gut erfüllen, wenn sie auch intern gut aufgestellt ist. Mit einem klaren Strategieprozess und einer neuen Kultur der Offenheit haben wir in den vergangenen Jahren unter deiner Leitung viel erreicht. Wir haben erstmals Führungsgrundsätze etabliert, ein explizites Leitbild erarbeitet und der von dir, lieber Jens, etablierte Tag der offenen Tür hat viele Zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Bank gebracht und die Institution sehr viel transparenter, sehr viel greifbarer gemacht. Dir persönlich war immer auch das Veranstaltungsformat Euro 20 Plus als Brücke zur jungen Generation wichtig. Das heißt, du hinterlässt ein gut aufgestelltes Haus. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, wir sehen einige ja jetzt auch auf den Bildschirmen, noch viel, viel mehr von Ihnen sind an den Bildschirmen dabei. Im Namen des Vorstands, verbunden aber auch mit meinem ganz persönlichen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit. Und wir alle wünschen dir für die Zukunft alles erdenklich Gute. Gleichzeitig freuen wir uns auch sehr, dass die Bank auch zukünftig von einem sehr geschätzten und erfahrenen Kollegen geleitet werden wird. Joachim Nagel ist vielen in der Bank noch sehr gut bekannt. Joachim, du warst von 1999 bis 2016 bereits für die Bank tätig auf praktisch allen Ebenen. Und zuletzt, das ist ganz wichtig, 6 Jahre als Vorstand und wir haben in dieser Zeit auch schon sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Du warst einige Jahre für den Bereich Märkte verantwortlich und als Vorstand auch für die Bereiche Controlling und IT. Und da muss man wirklich sagen, wer diese Bereiche geleitet hat, der kennt die Bank auch wirklich. Also du bist für die Aufgabe als Präsident bestens gerüstet, schon allein aus deiner Bundesbankerfahrung heraus. Aber natürlich werden wir auch sehr davon profitieren, dass du in den vergangenen Jahren außerhalb der Bundesbank weitere Erfahrungen sammeln konntest. Einmal als Vorstand der KfW und in leitender Funktion bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und auch dir war immer die Anwendung an den akademischen Bereich wichtig. In Karlsruhe, wo du promoviert wurdest, hast du auch regelmäßig gelehrt. Und du bist ein guter Krisenmanager. Das hast du während der Finanzkrise im Zentralbereich Märkte gezeigt. Da waren oft sehr schnelle, sehr schwierige Entscheidungen notwendig. Jetzt muss ich allerdings sagen, ich hoffe, dass unsere Stabilitätskultur so weit trägt, dass wir dieses spezielle Wissen in der Zukunft nicht allzu oft brauchen werden. Also, das alles zeigt, wir haben viele künftige gemeinsame Aufgaben. Wir müssen immer wieder die Rolle der Bundesbank erklären, wenn nötig auch schwierige Entscheidungen begründen. Ich denke, wir werden diese Aufgabe gut gemeinsam meistern. Wir haben einen guten institutionellen Rahmen und wir haben, wenn wir über die Bank sprechen, müssen wir ja sagen, wir haben 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich täglich für das Gemeinwohl, für unsere gemeinsamen Aufgaben einsetzen. Und auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen kann ich nur sagen, willkommen zurück. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dir, lieber Joachim. Ja, und damit möchte ich auch schon das Wort an Sie, sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, übergeben. Lieber Herr Lindner, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sein können und sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Präsidentin Lagarde, dear Christine, lieber Herr Bundesbankpräsident AD Jens Weidmann, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrter Herr Supplitt, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesbank, verehrte Damen, meine Herren. Die Übergabe eines Staffelstabs ist immer ein entscheidender Moment und das gilt insbesondere, wenn es um ein hervorgehobenes Amt wie das des Präsidenten der Deutschen Bundesbank geht. Wir sprechen hier schließlich über eine der angesehensten Institutionen der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesbank ist überall in diesem Land hoch geschätzt und sie hat sich über Deutschland hinaus eine außergewöhnliche Reputation erarbeitet, getragen von einer stabilitätsorientierten geldpolitischen Tradition und, ich sage einmal, selbstbewusster Unabhängigkeit. Die Bundesbank symbolisiert als Hüterin der Geldwertstabilität geradezu den wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland. Diesem Anspruch ist sie über Jahrzehnte gerecht geworden. Und gerade eben im Vorgespräch haben wir uns gefragt, ob es eigentlich auf der Welt eine Notenbank gibt, die in vergleichbarer Weise Vertrauensanker für die Bevölkerung ist. Nur mit stabilen Preisen konnten und können die Bürgerinnen und Bürger ihren privaten Wohlstand mehren. Wer die Erfüllung seiner Träume anstrebt und dafür spart, wer für sich und die eigene Familie Eigentum wie das eigene Haus aufbauen möchte, wer eigenverantwortlich Vorsorge für das Leben im Alter betreiben will, der muss sich darauf verlassen können, dass Rücklagen etwas wert bleiben. Stabile Preise gehören zu den Rahmenbedingungen, die Unternehmen brauchen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen und um zu investieren. Jedoch ist niemand mehr auf stabile Preise angewiesen als Menschen mit einem kleineren Einkommen. Für sie können schon zahlenmäßig geringe Preisunterschiede den Unterschied ausmachen zwischen einem vollen und einem leeren Kühlschrank am Ende des Monats. Als Stimme der Stabilität vernehmen wir die Bundesbank auch in der ganz aktuellen Situation, die viel von uns allen abverlangt. Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist schließlich nicht nur eine gesundheitspolitische Herausforderung. Sie beeinflusst auch die finanzpolitische Entwicklung in einer Weise, wie wir sie selten zuvor bezeugen mussten. Die Bundesbank unterstützt die Bundesregierung bei der Risikoanalyse und sie gibt zudem auch Orientierung, wenn es um die Herausforderungen der Transformation geht. Ich nenne da nur beispielhaft den Weg hin zu einem Finanzsystem, das gute Rahmenbedingungen bietet für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Aber ich nenne auch Vorhaben wie die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes und die Digitalisierung von Zahlungssystemen. Lieber Jens Weidmann, Sie verkörpern in ganz besonderer Weise, wofür die Deutsche Bundesbank steht. Für Unabhängigkeit, herausragende Expertise und Verantwortungsbewusstsein. Sie prägten in Ihrer Amtszeit die Bundesbank erkennbar mit Ihren ökonomischen Grundüberzeugungen. Notenbanken müssen Preisstabilität glaubwürdig garantieren. Und deshalb ist die Unabhängigkeit der Geldpolitik so wichtig für jeden Währungsraum. Preisstabilität ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit einer marktwirtschaftlichen Ordnung und sie ist der beste Beitrag, den Notenbanken leisten können, um die Voraussetzungen für den gesellschaftlichen Wohlstand zu mehren und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Dies mit Nachdruck in der EU-Staatsschuldenkrise, bei der Regulierung der Finanzmärkte im Nachgang der Finanzkrise und zuletzt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie deutlich gemacht zu haben, war eine große Leistung. Gerade im EZB-Rat waren Sie ein entschiedener Fürsprecher einer stabilitätsorientierten Geldpolitik. Ihnen war es wichtig, dass das Mandat der EZB, nämlich die Wahrung der Preisstabilität, Leitschnur Ihres Vorgehens ist. Das klingt klassisch,
ist aber unverändert von großer Bedeutung. Bei Debatten zur Bankenunion traten sie stets mit Nachdruck für die Einheit von Handeln und Haften ein. Und sie waren folgerichtig eine wichtige Stimme dafür, die Privilegierung von Staatsanleihen in der Bankenregulierung zu beenden. Sie haben sich damit in der traditionsreichen Geschichte der Deutschen Bundesbank einen bedeutenden Platz erarbeitet. Lieber Jens Weidmann, ich danke Ihnen namens der Bundesregierung für 10 Jahre des Dienstes als Präsident der Deutschen Bundesbank. Sie haben sich große Verdienste um diese Bank, Ihr Land und um Europa erworben. Die Corona-Pandemie ist indessen noch nicht vorbei, mahnte erst kürzlich die Bundesbank mit Blick auf Angebotsknappheiten. Und das zu Recht, denn die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Folgen werden uns noch weiter beschäftigen. Viele Menschen blicken in diesen Tagen auf die Entwicklung der Inflation. Wir haben Vertrauen in die Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank und der Bundesbank als Teil des Eurosystems. Frau Schnabel hat letzten Freitag in Aussicht gestellt, dass die EZB stärker als bisher inflationäre Risiken aus der Entwicklung der Energiepreise in den Blick nehmen wird. Auch die Bundesregierung beobachtet diese Debatte und hält Sensibilität in dieser Frage für richtig. Unabhängig von der Geldpolitik, für die EZB und die Bundesbank Verantwortung tragen, müssen auch die Mitgliedstaaten der Eurozone einen Beitrag zur Stabilität leisten. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es unser Ziel sein muss, die öffentliche Verschuldung nicht dauerhaft zu erhöhen. In Zeiten der Pandemie war es unausweichlich, aber gerade deshalb arbeitet diese Bundesregierung daran, im Jahr 2023 wieder zu den Fiskalregeln, also in Deutschland, zu den Vorgaben der Schuldenregel zurückzukehren. In den Folgejahren ist es mein Ziel, das Niveau der staatlichen Verschuldung in Deutschland weiter zu reduzieren. Denn das Risiko der sonst möglichen fiskalischen Dominanz muss uns immer bewusst sein. Stabilitätsorientierter Geldpolitik kommt gerade in diesen Zeiten eine hohe Bedeutung zu. Der Bundeskanzler und mein Vorgänger Olaf Scholz und ich haben deshalb Herrn Professor Dr. Joachim Nagel als Präsidenten der Deutschen Bundesbank vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass Sie, lieber Herr Nagel, aufgrund Ihrer Vita für einen Kurs geldpolitischer Tradition und Kontinuität der Bundesbank stehen. Sie bringen durch Ihre Zeit, Frau Buch hat es schon gesagt, im Vorstand der Bundesbank, als Vorstand bei der KfW sowie zuletzt bei der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich ja viel Erfahrung mit, um die anstehenden Herausforderungen gemeinsam mit den hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesbank zu bewältigen. Und Sie kehren ja auch an einen Ort zurück, der Ihnen bestens vertraut ist. Wer sich mit IT-Management beschäftigt hat, der verfügt ohnehin über starke Nerven. Wir alle werden davon profitieren. Die Entscheidung für Joachim Nagel ist ein gutes, ein wichtiges und richtiges Signal an die deutsche Bevölkerung und über Deutschland hinaus nach Europa. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Bundesbank mit Ihnen, lieber Herr Nagel, weiter mit klarer, unabhängiger Stimme spricht und Ihre Expertise einbringt. Dabei setze ich auf die traditionell sehr gute Zusammenarbeit zwischen Ihrem Haus und der Bundesregierung, insbesondere da Deutschland in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft innehat. Wir beide, Herr Nagel, wir werden die Treffen des G7 Finance Tracks leiten. Und damit bieten sich ja auch Ihnen gleich von Anfang an Gelegenheiten, Akzente zu setzen. Für Zukunftsthemen etwa wie das digitale Zentralbankgeld und die ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels haben wir zwischen Bundesbank und Bundesministerium der Finanzen bereits eine ambitionierte Agenda entwickelt. Ich setze mich insbesondere dafür ein, dass wir beim digitalen Zentralbankgeld vorne mit dabei sind. Im Juli des vergangenen Jahres hat der EZB-Rat den Start eines Pilotprojekts für den digitalen Euro ja
bereits beschlossen. Er könnte den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zum Zentralbankgeld als gesetzlichem Zahlungsmittel im digitalen Zeitalter gewährleisten. Und das wäre nichts anderes als ein echter Innovationsschub für die Eurozone, ein Beitrag mithin auch die monetäre Souveränität Europas zu sichern. Wir werden unsere G7-Präsidentschaft dazu nutzen, die bisherige konzeptionelle Arbeit der G7 zu Chancen, Risiken und Prinzipien bei der Einführung von digitalem Zentralbankgeld zu vertiefen. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Die Bundesregierung schätzt die Bundesbank als stabilitätsorientierten Kompass. Ihre fachliche und politische Unabhängigkeit ist manchmal unbequem, aber sie ist unverzichtbar. Davon als Präsident ausgiebig Gebrauch zu machen, lieber Herr Nagel, dazu möchte ich Sie heute ermuntern. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Vielen Dank. Dear Claudia, Excellency Minister Lindner, dear Christian, mon cher Jens, dear Joachim, dear Mr. Suplit, members of the Governing Council and the Executive Board of the Deutsche Bundesbank, ladies and gentlemen. It is a real pleasure and a bit of sadness to be here today to speak with you. This ceremony marks an important moment of transition for the Deutsche Bundesbank. We say, I say, you say, goodbye to a dear friend after more than 10 successful years at the helm of this proud institution. And of course, we welcome Joachim as the Bundesbank new president. It's quite a transition, but the Bundesbank is no stranger to moments of transition. It has presided over some remarkable changes in Germany's economy since its establishment back in August 1957. That includes implementing the monetary union as part of German reunification in 1990, and just overnight, the purchasing power of the Deutschmark could be something enjoyed by all Germans wherever located. It also includes introducing Germany to the euro or the euro to Germany. Indeed, this month we celebrate not the 10th anniversary, but the 20th anniversary of euro banknotes and coins becoming part of our daily lives, in physical form for the moment. But amid all these transitions, one element has remained constant throughout. The Bundesbank has remained faithful to its mandate of maintaining price stability. And this has been the key to the Bundesbank's success. And we, Europeans at the ECB, we have inherited that rich tradition. We often talk about stars, us economists. But frankly, price stability is the North Star, the compass you mentioned, Minister Lindner, that has helped us navigate through some extremely turbulent times, most of which you have lived through, dear Jens. We have faced a series of crises in the euro's short life, ranging from the great financial crisis to the sovereign debt crisis, and now to the coronavirus pandemic. We have faced periods of too high inflations and periods of too low inflation.
But throughout, our actions have been guided by delivering on our mandate, price stability. Yet, the global economy never stands still, and central banks have to adapt if they are to stay faithful to their mandate in changing times. I would have liked to say that in German, but my progress has been limited. So I will quote him in English, Goethe. We say Goethe in French, but of course this is not Goethe. Goethe. A son of Frankfurt once wrote, I translate in English, life belongs to the living, and whoever lives must be prepared for change. And that is why the conclusion of our strategy review last year was so important. It has given a policy framework that is fit to tackle new challenges as and when they arise. We now have a 2% inflation target that is simple, straightforward, symmetric. We have a playbook for how to react when inflation deviates from our target in either directions. And we have clarity on the tools in our monetary policy toolbox and how and when we should use them. Our strategy review has also set out how we can contribute to tackling longer-term challenges that pose threats to price stability, in particular, climate change. So with this strategy, we are well-placed to continue ensuring price stability in this fast-changing world of ours. And that is indeed especially important today in light of the phase of higher inflation that we are seeing. We understand that rising prices are a concern for all people. And we take that concern not lightly, we take it very seriously. And people can trust that our commitment to price stability is unwavering, which is critical for the firm anchoring of inflation expectations and for confidence in the currency. The whole Governing Council is united in pursuit of this goal. At the same time, one of the key strengths of the Eurosystem is the way that it brings together different perspectives to form a consensus. We know that well, Jens, don't we? Our rich quality of debate and diversity of views ensures that our decisions are robust. And in this respect, I shall certainly miss my time with you, Jens. You have always been a very articulate voice on the Governing Council, presenting your views with precision, with clarity, and with great advocacy talent. You have embodied the best of the Bundesbank tradition of faithfulness to the mandate and respect for the views of others. Alongside the challenges of ensuring price stability, our institutions have cooperated intensively and intensely during your term. The Bundesbank plays a crucial role in many Eurosystem projects. I'll just mention a few of them, those that I know best. There might be others prior to my time. But certainly, acting as one of the three key providing central banks for Target 2 has been one. And a center for the digital developments that we will see and all the innovations that are on our plate, together with the Banque de France, of course. So we have enjoyed an exceptionally fruitful relationship over the past 2 years, and before that, because we go way back before central banking world. Jens, your steadfastness, your intellect, your loyalty have been crucial to the successful management of the pandemic emergency. You will take your own star to shine elsewhere, but we take some solace in the fact that you will continue to be a good friend and stay associated with us. And I wish you the very best in your new adventure. I now look forward to working very closely with you, Joachim, in these new adventures as Bundesbank president. I cannot be as laudative and as vocal on your talent because I don't know you as well as I know Jens, but I'm sure that in 10 years' time, I'll be able to say at least as much about you as I did about Jens.
You bring with you that rich experience crafted by a career that spans the BIS, KVW, and of course your 17 years with the Bundesbank. So while the ceremony marks a change of office, change of the guard, it also represents, as I understand it, a homecoming for you. And I'm sure that I can speak for all of us here and all those who are watching, not for me, they're watching for the two of you in particular. I will try my German here. Willkommen daheim, lieber Joachim. Welcome home, dear Joachim. It is great to have you back in Frankfurt. And I personally, as well as on behalf of the Executive Board and the Governing Council of the ECB, very much look forward to working with you. Thank you. Sehr geehrter Herr Minister Lindner, sehr geehrte Frau Präsidentin Lagarde, sehr geehrter Herr Präsident Nagel, sehr geehrter Herr Dr. Waldmann, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Buch, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist mir eine Ehre, anlässlich der Amtswechselfeier ein Grußwort sprechen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Dr. Waldmann, die Veröffentlichung Ihrer Entscheidung, den Bundespräsidenten um Ihre Entlassung aus dem Amt zu bitten, löste eine Lawine von Berichterstattung in den Medien aus. In der heutigen Zeit sind wir es gewohnt, dass kritische Meldungen die Medienlandschaften beherrschen. Nach Ihrer Entscheidung konnte man hingegen beeindruckende Lobeshymnen über Sie lesen. Jens Weidmann, der Prinzipientreue. Mr. Bundesbank, das geldpolitische Gewissen Europas, waren die Schlagzeilen. Beim Lesen der Presseartikel hätte ich auch ohne Namensnennung erkannt, über wen berichtet wird. So wie die Berichte Sie beschrieben haben, so haben auch die Beschäftigten Sie wahrgenommen und durch Ihr Wirken in der Bank ebenso kennengelernt. Sie haben das Amt des Bundesbankpräsidenten aus ganzer Seele gelebt und wurden dafür von den Kolleginnen und Kollegen überaus geschätzt. An dieser Stelle zitiere ich ein Statement aus unserem Intranet, das meines Erachtens die Vielzahl der Kommentare Ihres Abschieds gut zusammenfasst. Besser kann man die Rolle des Bundespräsidenten vermutlich nicht ausfüllen. Sehr geehrter Herr Dr. Waldmann, ich möchte Ihnen für Ihre erfolgreiche Arbeit danken. Sie haben wichtige Impulse gesetzt, die die Behörde Deutsche Bundesbank im Hinblick auf die Führungskultur, das Miteinander, die Offenheit und die Transparenz von Entscheidungsprozessen modernisiert haben. Mit Formaten wie Weidmann direkt oder zum Mittag mit Jens Weidmann haben Sie den unmittelbaren Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen gesucht. Sie haben die Gespräche auf Augenhöhe geführt und damit die Teilnehmenden derart beeindruckt, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch heute von diesen Veranstaltungen schwärmen. Mit diesen Dialogen und darüber hinaus mit Ihrer Präsenz bei Veranstaltungen wie den Tagen der offenen Tür haben Sie die vom Vorstand angestrebte Kommunikationsbereitschaft vorgelebt. In Ihrer letzten Ansprache an die Beschäftigten am 20. Dezember haben Sie sich für die konstruktive und kooperative Zusammenarbeit bei allen Beschäftigtenvertretungen bedankt. Diesen Dank erwidere ich sehr gerne. Sie haben nicht nur immer wieder den Kontakt zu den Beschäftigtenvertretungen aufgenommen, Sie hatten auch stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Ihr Ansatz, ich bin ein Präsident aus der Bank, für die Bank, hat der Deutschen Bundesbank, insbesondere den Beschäftigten, sehr gut getan. Lieber Herr Dr. Waldmann, im Namen aller Beschäftigten wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft. Genießen Sie die Zeit mit einem selbstbestimmten Terminkalender und vor allem bleiben Sie gesund. Sehr geehrter Herr Dr. Nagel, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Berufung zum Bundesbankpräsidenten. Ich habe mich persönlich gefreut, dass die Politik diese Entscheidung getroffen hat. Herr Dr. Nagel, Sie kennen die Institution Deutsche Bundesbank sowohl aus Sicht eines Beschäftigten als auch aus der Sicht eines Vorstandsmitglieds. Diese Erfahrungen werden bei den zahlreichen vor Ihnen stehenden Herausforderungen sicherlich sehr hilfreich sein. Nebenbei,
Auch auf Sie trifft das Zitat von Herrn Dr. Weidmann zu. Ich bin ein Präsident aus der Bank für die Bank. Und ich bin überzeugt, dass Sie die Rolle des Bundesbankpräsidenten auf Ihre Art ebenso gut ausfüllen werden. Sehr geehrter Herr Präsident, als Sie vor einigen Jahren Mitglied des Vorstands waren, war Ihnen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien der Beschäftigtenvertretung ein wichtiges Anliegen. Ich würde mich freuen, wenn dies in Ihrer neuen Position weiterhin Bestand hat und biete Ihnen gerne unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit zur Lösung der vor uns liegenden Herausforderungen an. Als Beschäftigter der Deutschen Bundesbank und auch als Bürger der Bundesrepublik Deutschland wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen, wichtigen Amt. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Minister Lindner, chère Christine, lieber Joachim, liebe Claudia, lieber Herr Suplit, vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute mit dabei sein können und schade, dass die Pandemie wieder einmal persönliche Begegnungen verhindert. Allerdings gehören virtuelle Treffen inzwischen ja längst zum Alltag. Es hat sich offenbar seit meiner Amtseinführung auch hier viel verändert. Damals war schon die Live-Übertragung der Feier eine Zeitungsmeldung wert. Bei meiner Amtseinführung sprach ich mit Blick auf die Bundesbank von der Kontinuität der Werte in einem sich wandelnden Umfeld. Drei Faktoren hielt ich für unverzichtbar: Stabilitätskultur, Kompetenz und Unabhängigkeit. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Vor 11 Jahren erschütterte die Staatsschuldenkrise gerade den Euroraum und die Nachwehen der Finanzkrise waren noch lange nicht ausgestanden. Letztlich hat der Euroraum diese Krise überwunden und es wurden zusätzliche Integrationsschritte gemacht. Allerdings stellt sich auch heute noch die Frage, die mich während meiner Amtszeit immer wieder beschäftigt hat und die ich in vielen Reden thematisiert habe. Wie kann sich die Währungsunion weiterentwickeln und gleichzeitig eine Stabilitätsunion bleiben? Von vielen wird eine politische und fiskalische Union als Ziel gesehen und für die gemeinsame Währung wäre dies sicherlich auch ein konsistenter Rahmen. Aber in den Verträgen ist verankert ein dezentraler Rahmen mit politisch, fiskalisch und wirtschaftlich weitgehend eigenverantwortlichen Mitgliedstaaten. Und es ist eine No-Bailout-Klausel genauso wie das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank festgeschrieben worden. Dieser Ordnungsrahmen ist wegen der Auswirkungen nationaler Entscheidungen auf alle anderen Mitgliedsländer krisenanfälliger als ein Bundesstaat. Er erfordert deshalb Rücksichtnahme der vielen unabhängigen Teilbereiche auf die Stabilität der Währungsunion als Ganzes. Und genau deswegen sind solide Staatsfinanzen der Mitgliedstaaten und ein stabiles Banken- und Finanzsystem hier noch wichtiger als in einem Bundesstaat. Eine grundlegende Vertragsänderung stand auch nie wirklich zur Debatte. Auch deshalb musste es aus meiner Sicht darum gehen, den bestehenden Ordnungsrahmen zu respektieren und ihn krisenfester zu machen. Es wird eine wichtige Zukunftsaufgabe bleiben, die Balance zwischen Handeln und Haften in diesem Rahmen sicherzustellen. Aber er ist eben auch an etlichen Stellen verbessert worden. Zur Krisenprävention und Bewältigung wurden neue Institutionen geschaffen. So wurde der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, gegründet. Auch die Bankenaufsicht in Europa wurde neu geordnet und die Kapital- und Liquiditätsanforderungen an das Bankensystem wurden erhöht. Insgesamt sind die Banken heute widerstandsfähiger als vor der Finanzkrise. In meiner Rede vor knapp 11 Jahren habe ich auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche, stabilitätsorientierte Geldpolitik angesprochen. Funktionierende offene Märkte und eine solide Haushaltspolitik genügen nicht.
Es braucht auch ein stabiles Finanzsystem, denn nicht nur fiskalische Dominanz kann die Geldwertstabilität gefährden, sondern auch finanzielle Dominanz. Für ein stabiles, funktionsfähiges Finanzsystem reicht es nicht aus, einzelne Banken zu überwachen. Auch die Wechselwirkungen zwischen den Finanzmarktakteuren und das Finanzsystem als Ganzes müssen in den Blick genommen werden. Die makroprudentielle Politik füllt nun genau diese Lücke. Mir kam es immer darauf an, dass bei all diesen Reformen die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar war und sich die Bank mit ihrem Fachwissen in die Diskussionen um die richtigen Lehren aus den Krisen eingebracht hat. Dies geschah immer aus meiner tiefen Überzeugung heraus, dass nur eine Währungsunion, die ihr Stabilitätsversprechen auch einlöst, langfristig von den Menschen in Europa akzeptiert wird. Und es geschah immer im Wissen darum, dass es Zielkonflikte geben kann zwischen dem, was in einer Krisensituation kurzfristig geboten zu sein scheint, und einem Ordnungsrahmen der Währungsunion, der Anreize für langfristig richtiges Handeln setzt. Diese Zielkonflikte aufzulösen, ist eine immens schwierige Aufgabe. Die Geldpolitik hat in der gesamten Zeit eine bedeutende, stabilisierende Rolle gespielt. Sie ist aber nie ganz aus dem Krisenmodus herausgekommen. Und der permanente Ausnahmezustand hat Spuren hinterlassen. Das Koordinatensystem hat sich verschoben. Mit den Geldpolitikern lang unerkundetes Terrain gewagt. Denn in Diskussionen darüber war für mich immer zentral, dass die Notenbank ihr begrenztes Mandat respektiert. Notenbanker sind eben keine gewählten politischen Akteure und sollten deshalb keine Entscheidungen treffen, die Parlamenten und Regierungen vorbehalten sind. Denn sonst gefährden sie ihre Unabhängigkeit und damit auch die Grundlage stabilitätsorientierter Geldpolitik. Hier habe ich die Trennlinie zwischen Geld- und Fiskalpolitik sicher enger gezogen als andere. Auch habe ich immer wieder auf die Risiken und Nebenwirkungen der unkonventionellen Maßnahmen hingewiesen. Denn sie können perspektivisch das Streben nach Preisstabilität untergraben, indem sie Geld- und Fiskalpolitik stärker miteinander verflechten. Und ich bin weiter der Überzeugung, dass fiskalische Dominanz ein großes Risiko für die Geldpolitik sein kann. Die Debatten im EZB-Rat waren dabei nicht immer einfach und sie waren manchmal kontrovers. Das lag auch daran, dass es keine Blaupause zum Umgang mit den diversen Krisen gab. Und es lag daran, dass die Währungsunion mit ihrer einheitlichen Geldpolitik und den 19 eigenständigen Finanzpolitiken eine Konstruktion sui generis ist und sich erheblich von anderen Währungsräumen unterscheidet. Aber, liebe Christine, ich glaube, dass unsere intensiven Diskussionen am Ende zu besseren Entscheidungen geführt haben. Es war eine herausfordernde Zeit, in der mitunter schwierige Entscheidungen zu treffen waren, unter Zeitdruck mit weitreichenden Folgen. Wir haben nicht nur miteinander diskutiert, sondern auch um den richtigen Weg gerungen. Mario Draghi hatte keine leichte Amtszeit und er hat es sich mit seinen Positionen auch nicht leicht gemacht. Das weiß ich aus den vielen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe. Liebe Christine, deinem Vorgänger und vor allem auch dir möchte ich dafür danken, dass diese Diskussion in einer lösungsorientierten, offenen und konstruktiven Atmosphäre stattfanden und übrigens vielfach in gemeinsame Entscheidungen mündeten, was oft in der Öffentlichkeit übersehen wird. Mit großem Respekt schaue ich auf die Arbeit, die ihr beiden an der Spitze der EZB geleistet habt. Aber auch meinen übrigen Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat möchte ich ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Dass es beispielsweise unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie gelungen ist, eine neue geldpolitische Strategie zu erarbeiten, halte ich für eine ganz bemerkenswerte Leistung. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Allerdings steht die Bewährungsprobe der neuen Strategie noch aus, denn die Inflationsraten sind im Gefolge der Pandemie auf Höchstwerte seit Gründung der Währungsunion geklettert. Inflation ist wieder ein Thema und viele Menschen machen sich Sorgen. Die Inflationsrate wird im laufenden Jahr wohl wieder zurückgehen.
Die Unsicherheit bleibt aber hoch, ob die Raten perspektivisch ohne weiteres unter das Ziel von 2% sinken oder sich eher verfestigen werden. In einem solchen Kontext ausgeprägter Unsicherheit ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit und den Willen der Notenbank zu stärken, ihr Primärziel Geldwertstabilität ohne Abstriche und Kompromisse zu verfolgen, insbesondere ohne Rücksicht auf die Finanzierungskosten der Staaten. Die Deutschen vertrauen der Bundesbank. Im aktuellen Vertrauensranking von Forsa gehört die Bundesbank zu den wenigen Institutionen, die im Pandemiejahr 2021 Vertrauen gewonnen haben, während politische Institutionen einen Vertrauensverlust hinnehmen mussten. Meine Damen und Herren, die Bundesbank hat aber nicht nur den Wandel an anderer Stelle mitgestaltet, sie hat sich auch selbst gewandelt. Während meiner Amtszeit habe ich viel daran gesetzt, das Miteinander zu stärken und eine Kultur der Offenheit, des Dialogs und der Integrität zu verankern. Ob in unseren Filialen, den Hauptverwaltungen oder in der Zentrale, damit die Bundesbank ihre wichtigen Aufgaben bestmöglich erfüllen kann, müssen alle ihren Teil beitragen. Und genau deshalb müssen sich auch alle eingebunden fühlen, Ideen einbringen können und Gehör finden. Wir sind, so finde ich, auf diesem Weg ein gutes Stück vorangekommen. Wertschätzung und offener Austausch prägen immer mehr den Umgang miteinander. Unsere Arbeitsmethoden und Prozesse sind agiler geworden und die Bundesbank hat wichtige Schritte der Digitalisierung unternommen. Darauf gilt es jetzt aufzubauen. Diesen Wandel haben wir gemeinsam im Vorstand tatkräftig vorangetrieben. Und dafür gilt dir, liebe Claudia, und allen Mitgliedern des Vorstands mein herzlicher Dank. Ich finde, wir haben gut zusammengearbeitet während all der Jahre. Meine Damen und Herren, vor rund 30 Jahren betonte der damalige Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger, dass die Zentralbank nicht im Alleingang für stabile Preise sorgen könnte. Politik und Gesellschaft müssten die Stabilitätsorientierung aktiv mittragen. Und dies fasste er unter dem Begriff Stabilitätskultur zusammen. Damals wie heute steht die Bundesbank auf einem festen Fundament, gegossen aus Kompetenz, Unabhängigkeit und Stabilitätskultur. Ein solches festes Fundament ermöglicht auch in stürmischen Zeiten und in Zeiten des Wandels Stabilität zu sichern. In Zeiten, in denen Notenbanken mitunter als einzig handlungsfähige Institutionen wahrgenommen wurden und die Erwartungen an sie immer weiter wachsen, kommt aus meiner Sicht eine weitere Eigenschaft hinzu: Bescheidenheit. Oder in den Worten von Ottmar Issing: Notenbanken sind nicht allmächtig, sie müssen klarstellen, was Geldpolitik erreichen kann und noch wichtiger, was sie nicht zu leisten imstande ist. Einen Hang zur Selbstüberschätzung habe ich auch bei der Bundesbank nie festgestellt. Dafür Akribie und eine wohltuende Nüchternheit. Ich kenne auch keine andere Institution, in der so viel Sachkenntnis mit so viel Engagement zusammentrifft, sei es im Umfeld der Geldpolitik, im Bereich der Bankenaufsicht und Finanzstabilität, im baren und unbaren Zahlungsverkehr oder den vielen Unterstützungsbereichen. Das ist das Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind es, die die Bundesbank ausmachen. Mit Stolz habe ich die Bundesbank vertreten in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien, ebenso wie in der Öffentlichkeit. Ohne die sachkundige Unterstützung und den unermüdlichen Einsatz der Beschäftigten wäre dies nicht möglich gewesen. Ohne die vielen Analysen, Vermerke, Briefings und Sitzungsmappen, kurzum, ohne die verlässliche Arbeit in allen Bereichen der Bank. Und dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heute ganz besonders danken. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin Beharrlichkeit, Fortune, aber auch Freude bei Ihren wichtigen Aufgaben. Bleiben Sie eine hörbare Stimme der Vernunft in der öffentlichen Diskussion und bewahren Sie das wertvolle stabilitätspolitische Erbe der Bundesbank, das diese Institution so einzigartig macht. Für Sie alle heißt es jetzt volle Kraft Richtung Zukunft.
Lieber Joachim, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Ich habe dich bei deiner Verabschiedung vor 5 Jahren als Zentralbanker mit Leib und Seele beschrieben und dir damals prophezeit, dass du dies auch bleiben wirst. Und das war mal eine Prognose, bei der ich Recht behalten sollte. Laut Harvard-Ökonom Robert Barrow sollte der ideale Zentralbanker in der Öffentlichkeit stets düster auftreten, niemals Witze erzählen und ständig über die Gefahren der Inflation klagen. Dieser Rat ist auch schon etwas älter und ich habe mich auch nicht wirklich dran gehalten. Du, lieber Joachim, brauchst solchen Rat auch nicht. Du kennst die Institution in- und auswendig, bist krisenerprobt, hast internationale Erfahrung gesammelt. Kurzum, du bringst die Fähigkeiten mit, die an der Spitze der Bundesbank gebraucht werden. Ohne Zweifel bist du der Richtige für die Herausforderungen als Bundesbankpräsident. Ich wünsche dir und der Bundesbank alles Gute. Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ich habe jetzt schon ein großes Pflichtenheft mitbekommen. Den Hinweis mit dem düsteren Auftritt, das werde ich sicherlich, du hast das ja aber auch schon eingeschränkt, lieber Jens. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Bevor ich vielleicht zu meinen Gedanken komme, ich will auch praktisch meine Anerkennung ausdrücken den vielen Zuhörern, Zuschauern an den Bildschirmen. Ich habe viele Freunde, Bekannte aus aller Welt hier aus Frankfurt, aus Brüssel, aus Basel, zukünftige Kolleginnen und Kollegen des EZB-Rats gesehen und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Sehr geehrter Herr Minister Lindner, liebe Christine Lagarde, lieber Jens, liebe Claudia, lieber Herr Supplett, ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie mir die Ehre geben, hier weiter mich zu unterstützen bei den zukünftigen Aufgaben. Ich fühle mich, und das wurde ja schon mehrfach gesagt, es fühlt sich wie eine Heimkehr an. Ich kenne viele in der Bank und viele kennen auch mich. Sie haben es bereits gehört, ich komme zurück zu der Institution, in der ich den Großteil meines Berufslebens verbracht habe und die mich sicherlich am stärksten geprägt hat. Ich habe verschiedene Stationen in der Bundesbank durchlaufen. Es begann alles in der damaligen Landeszentralbank in Hannover, in der Zentrale im Bereich Märkte und schließlich dann auch im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Es waren durchaus bewegte Zeiten. Die Bundesbank wurde Teil des Eurosystems und fand ihre Rolle dort. Ich will nicht verhehlen, der Übergang von der D-Mark zum Euro war für die Bundesbank als Institution nicht einfach. Aber wir haben diesen Weg engagiert, beschritten und immer ein Ziel vor Augen gehabt, eine stabile Währung für den Euroraum. Die Bundesbank hält sich typischerweise auch nicht mit nostalgischen Rückblicken auf. Sie schaut nach vorne und gestaltet mit. Sie ist insbesondere ein wichtiger und kompetenter Teil des Eurosystems. Sie bringt sich hier partnerschaftlich ein und dabei vertritt sie ihre Position überzeugt und, wie ich finde, auch überzeugend. So habe ich die Bundesbank erlebt und so will ich auch die Arbeit für die Bundesbank fortsetzen. Ich werde in das Amt, und das wurde ja auch schon angesprochen, auch meine Erfahrung aus der Zeit bei der KfW und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich einbringen. Die andere Perspektive war für mich lehrreich und nützlich. Aber der Entschluss 2016 von der Bundesbank zur KfW zu wechseln, Jens Weidmann hat es ja auch entsprechend schon adressiert, ist mir damals nicht gerade leicht gefallen. Jens Weidmann, ich wiederhole mich hier gerne, hat in seiner Abschiedsrede gesagt, ich war und bin Zentralbanker mit Leib und Seele. Und mich hat zugegebenermaßen das Metier auch nicht losgelassen. Daher freue ich mich einerseits, dass ich nun zur Bundesbank als Präsident zurückkehre. Andererseits bedauere ich, dass dem der Rückzug von Jens Weidmann vorausging. Jens, du hast es ja gesagt,
Wir haben eine gemeinsame Wegstrecke hingelegt. Wir haben uns damals 1998 in Washington kennengelernt. Und ich bin dir für die Freundschaft, für die Unterstützung und das berufliche Miteinander bin ich dir sehr dankbar. Jens, du warst ein starker Präsident in einer stürmischen Zeit. Du hast dir große Verdienste um die Deutsche Bundesbank erworben. In schwierigen Diskussionen hast du Rückgrat bewiesen und warst auch ein herausfordernder Geldpolitiker. Dabei fußten deine Standpunkte stets auf sachkundiger Analyse und stichhaltigen Argumenten. Du warst ein Notenbanker mit hohem Ansehen in aller Welt, fachlich wie persönlich. Mindestens genauso hoch ist dein Ansehen in der Bundesbank selbst. Wie kaum ein Präsident vor dir, hast du den internen Wandel vorangetrieben. Ich habe das selbst miterleben dürfen, wie du der Bank positive Impulse gegeben hast, wie du eine moderne, offene Unternehmenskultur verankert hast und wie du allen Beschäftigten in der Zentrale, in den Hauptverwaltungen und in den Filialen mit Wertschätzung begegnet bist. Schon damals habe ich den Kurs mit großer Überzeugung mitgetragen und als Präsident, lieber Herr Supple, das werde ich Ihnen hiermit versprechen, werde ich daran anknüpfen. Eine respektvolle partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Bundesbank ist für mich die Voraussetzung für unseren Erfolg. Ich habe das in den ersten Tagen jetzt schon erleben dürfen, wie wichtig die Zuarbeit ist. Jens, du hast es ja gesagt, ohne die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen in der Bank ist das gar nicht alles zu leisten. Ich werde mich also insgesamt weiterhin für die Bundesbank einsetzen. Und nochmals, darauf können sich die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesbank verlassen. Herr Supplet, Sie hatten mir diese großzügige Offerte gemacht. Ich werde dieses Angebot gerne annehmen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen. Die anstehenden Herausforderungen lassen sich am besten einfach nur gemeinsam lösen. Dennoch möchte ich zwei Aspekte kurz anreißen. Zum einen bin ich davon überzeugt, dass wir die Möglichkeiten der Digitalisierung noch stärker nutzen sollten. Das ist sicherlich das Thema der nächsten Jahre, und zwar an vielen Stellen in der Bank. Wir werden den digitalen Wandel der Bank weiter vorantreiben. Meine Zielvorstellung ist eine digital vernetzte Organisation, die sich schneller an Veränderungen anpassen kann und die Potenziale aufkommender Technologien konsequent zu nutzen weiß. Zum anderen möchte ich die Kultur der Offenheit und auch der Vielfalt innerhalb der Bank weiter stärken. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir von unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen, Kompetenzen und Lebensentwürfen profitieren. Deshalb ist es mir ein Anliegen, Diversität in der Bank zu fördern und daraus resultierende Chancen zu nutzen. Dank dem Einsatz ihrer Beschäftigten hat es die Bundesbank in ihrer Geschichte immer wieder verstanden, sich auf ein verändertes Umfeld einzustellen. So hat sie ihren Auftrag erfüllt und ihren Kern bewahrt. Stabilität ist Auftrag und Kern der Bundesbank. Dazu gehören selbstredend stabile Preise, stabile Banken, ein stabiles Finanzsystem und ein stabiler Zahlungsverkehr, der digitale Zahlungsverkehr ebenso wie die zuverlässige Versorgung mit sicherem Bargeld. Stabilität ist auch kein Widerspruch zu Wandel und Zukunftsorientierung. Denn die Wirtschaft und die Gesellschaft müssen auf einem stabilen, verlässlichen Fundament stehen, damit sie sich erfolgreich fortentwickeln können. Wir befinden uns, und es wurde ja auch in den Vorreden mehrfach angesprochen, in einem tiefgreifenden Wandel. Die Digitalisierung verändert, wie wir leben und arbeiten. Herr Minister, Sie hatten es angesprochen, der Klimaschutz erfordert, die Wirtschaft umzubauen. Und die Pandemie könnte verschiedene Entwicklungen in dem Zusammenhang noch beschleunigt haben. Alle diese Veränderungen wirken sich auf unsere Aufgaben aus und darauf, wie wir sie erfüllen. Die Bundesbank muss und wird sich diesen Herausforderungen stellen. Wie schon meine Vorgänger bin ich nun gefordert, auf der Basis der bewährten Stabilitätskultur eigene und auch zeitgemäße Antworten zu finden. Die Bundesbank soll eine moderne, effiziente Institution sein, die die Herausforderung des Wandels annimmt
und dessen Chancen nutzt. Unser vorrangiges Ziel ist klar, Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern. In den vergangenen Monaten, Jens, du hast es ja auch so bereits angesprochen, sind die Inflationsraten kräftig gestiegen, so hoch wie noch nie seit Beginn der Währungsunion. Im Euroraum wurden Raten von bis zu 5% verzeichnet. In Deutschland lagen wir sogar darüber. Entsprechend bleibt den Bürgerinnen und Bürgern erheblich weniger Geld im Portemonnaie. Viele Menschen, das ist nachvollziehbar, sind angesichts dieser Kaufkraftverluste zutiefst besorgt. Richtig ist, dass die hohen Raten auch auf Sondereffekte zurückzuführen sind, die automatisch auslaufen, aber eben nicht nur. Und der mittelfristige Preisausblick ist außergewöhnlich unsicher. Zwar könnten die Preise auch weniger steigen als in den Prognosen veranschlagt, allerdings sehe ich derzeit eher die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte als gegenwärtig erwartet. Auf alle Fälle, das ist unsere Aufgabe, muss die Geldpolitik auf der Hut sein. Damit stellt sich aktuell eine Reihe von Fragen, die uns alle sehr umtreiben. Erstens, wie hartnäckig sind die hohen Inflationsraten? Zweitens, ist die lockere Ausrichtung der Geldpolitik noch angemessen? Wenn ja, wie lange noch? Und drittens, wie sollten wir bei geldpolitischen Entscheidungen mit der aktuell hohen Unsicherheit umgehen? Wie sind etwa verschiedene Risikoszenarien gegeneinander abzuwägen? Schon in meinen früheren Jahren in der Bundesbank und im Eurosystem hat es sich bewährt, gerade solche komplexen Sachverhalte offen und immer wieder prüfend anzugehen. Das heißt, Daten und Analysen genau anzuschauen, verschiedene Meinungen einzuholen und dann die eigene Meinung zu bilden. Und das werde ich auch in Zukunft so beibehalten. Dabei knüpfe ich an die bisherige Linie der Bundesbank an. Die Bundesbank hat in ihrer Tradition frühzeitig immer auf Inflationsrisiken aufmerksam gemacht. Sie hat auch stets darauf gedrungen, in der jüngsten Vergangenheit, dass das Notfallankaufprogramm PEP, PEP eng an die Pandemie gebunden bleibt. Und sie hat angemahnt, den sehr expansiven Kurs der Geldpolitik nicht viel zu lange festzuschreiben, sich alle Handlungsoptionen offen zu halten. Denn bei aller Unsicherheit ist eines ganz klar. Wenn es die Preisstabilität erfordert, muss der EZB-Rat handeln und seinen geldpolitischen Kurs anpassen. Inflation hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Kosten. Menschen mit geringem Einkommen werden von Inflation in der Regel härter getroffen, allein schon, weil sie einen größeren Teil ihrer Einkünfte für Konsumzwecke ausgeben. Preisstabilität fördert daher auch den sozialen Zusammenhalt. Das wichtigste Kapitel, das wir als Zentralbanken haben, das wissen wir Zentralbanker alle, ist das Vertrauen. Die Menschen verlassen sich darauf, dass wir den Wert des Geldes stabil halten. Für das Vertrauen ist es deshalb besonders wichtig, dass die Geldpolitik sich auf das Ziel der Preisstabilität fokussiert. Die Zentralbanken sollten deshalb ihre Unabhängigkeit bewahren und ihr Mandat eng auslegen. Dabei stehen eine enge Mandatsauslegung und ein weiter Blick für die Herausforderungen unserer Zeit nicht im Widerspruch zueinander. Im Gegenteil, zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik gehört zum Beispiel, Klimaaspekten entsprechend mehr Beachtung zu schenken. Zum einen wirken sich Klimawandel und Klimapolitik auch auf Inflation und Wachstum aus. Zum anderen müssen wir als Zentralbanken oder als Zentralbank, die Bundesbank, auch ganz aus eigenen Interessen unsere Bilanz schützen. Deshalb sollten wir bei der Umsetzung der Geldpolitik in Zukunft finanzielle Risiken aus Klimawandel und Klimapolitik noch stärker im Blick haben. Beispielsweise bei der Bewertung von Vermögenswerten, die Banken als Sicherheiten hinterlegen, oder beim Kauf von Wertpapieren. Dafür benötigen wir unter anderem bessere Informationen, die wir auch einfordern sollten.
Wenn das Eurosystem auf diese Weise für mehr Transparenz auf den Märkten sorgt, leistet es zudem einen Beitrag für ein insgesamt grüneres Finanzsystem. Ohne Zweifel wird das Finanzsystem beim Übergang hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen, denn der Umbau wird erhebliche Zusatzinvestitionen erfordern. Entsprechend große Summen sind dann zu mobilisieren. Die entscheidenden Weichen in Richtung Klimaneutralität müssen aber, lieber Herr Lindner, Regierung und Parlamente sicherstellen. Sie entscheiden über die konkreten Politikmaßnahmen, insbesondere das Bepreisen von Treibhausgasemissionen, über die internationale Koordinierung und über den sozialen Ausgleich. Der Klimawandel wirft auch ein Schlaglicht auf die berechtigten Interessen und Bedürfnisse künftiger Generationen. Die Lasten dürfen nicht allein den jungen Menschen aufgebürdet werden. Zur Generationengerechtigkeit gehört ebenfalls, dass wir unseren Kindern einen modernen und handlungsfähigen Staat hinterlassen. Ein solcher Staat, lieber Herr Lindner, Sie hatten das auch angemerkt, braucht genügend fiskalischen Spielraum, um auch in künftigen Krisen kräftig gegenhalten zu können. Deshalb müssen die öffentlichen Finanzen in guten Zeiten solide aufgestellt werden. Solidität, das wissen wir auch alle, ist die Basis für Stabilisierung in schlechten Zeiten. Wir hatten jetzt in den letzten 10 Jahren doch ein paar Jahre, die waren nicht besonders gut. Wir wollen das nicht fortschreiben, aber wenn es dann wiederkommt, wollen wir entsprechend vorbereitet sein. Zudem sind solide Staatsfinanzen ein ganz wichtiger Schutz für die gemeinsame Geldpolitik. Und das weiß jeder, ist eine Grundüberzeugung der Bundesbank. Daher gehört zur Jobbeschreibung, zur Job Description jedes Bundesbankpräsidenten mitunter auch kritische Ratschläge zu geben. Lieber Herr Bundesfinanzminister, sehen Sie mir also nach, wenn ich ab und an das ein oder andere Ihnen vielleicht damit dann auf den Weg geben werde. Aber das kennen Sie ja so von der Bundesbank. Es ist elementar, dass die Geldpolitik nicht unter Druck gerät, die Solvenz der Staaten sicherzustellen. Bei der Diskussion über die Reform der europäischen Fiskalregeln ist deswegen vor allem eines von entscheidender Bedeutung. Hohe Schuldenquoten müssen zuverlässig zurückgeführt werden. Wie wichtig ein finanziell handlungsfähiger Staat ist, hat sich in der Corona-Pandemie gezeigt, weil die Fiskalpolitik schnell, umfassend, verantwortungsvoll gehandelt hat und so konnte größerer wirtschaftlicher Schaden verhindert werden. Das hat auch den Finanzsektor in Deutschland vor Verlusten geschützt. Allerdings sollte man diese Entwicklung nicht einfach in die Zukunft fortschreiben. Künftig könnten Kreditrisiken wieder stärker in den Büchern der Banken zu Buche schlagen. Zuletzt hat die Bundesbank in ihrem Finanzstabilitätsbericht dargelegt, wie die zyklischen entsprechenden Verwundbarkeiten im deutschen Finanzsystem angestiegen sind, wie sie sich entwickelt haben, auch in der Pandemie. So haben etwa die Risiken durch überbewertete Vermögenswerte und Kreditsicherheiten zugenommen. Das betrifft vor allem den Markt für Wohnimmobilien. Und auch andere Verwundbarkeiten bauen sich im deutschen Finanzsystem weiter auf, zum Beispiel in der Gestalt von Zinsänderungsrisiken. Insgesamt ist jetzt die Zeit, vorzusorgen, damit das Finanzsystem auch bei unerwarteten Entwicklungen seine Funktion reibungslos erfüllen kann. Darüber hinaus müssen die bereits genannten Klimarisiken verstärkt in den Blick genommen werden. Wie die Banken damit umgehen, wird bei unserer Aufsichtsarbeit sicherlich noch an Bedeutung gewinnen. Weitere schwierige Aufgaben für die Banken bringt auch die Digitalisierung mit sich. Cyberrisiken sind längst zu einer ernsthaften Bedrohung geworden und im Zahlungsverkehr sind mit den Fintechs und Big Techs neue Wettbewerber auf den Plan getreten. Durch digitale Innovation im Zahlungsverkehr sind die Zentralbanken ebenfalls gefordert und sie handeln auch. Weltweit beschäftigen sie sich derzeit insbesondere mit digitalem Zentralbankgeld. Auch das Eurosystem arbeitet verstärkt an solchen Untersuchungen. Der digitale Euro könnte die Auswahl an Zahlungsmitteln bereichern. Er sollte den Menschen im Euroraum einen klaren,
zusätzlichen Nutzen bringen, etwa indem er Kosten senkt oder neue Dienstleistungen ermöglicht. Und wir sollten die Einführung des digitalen Euros gut vorbereiten, auch mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf das Bankensystem und die Finanzstabilität. Wichtig ist, der Euro soll das Bargeld nicht ersetzen oder der digitale Euro soll das Bargeld nicht ersetzen, sondern entsprechend ergänzen. Wenn der digitale Euro kommt, und das ist sicherlich eine ganz wichtige Maxime hier, wird Aufklärungsarbeit unerlässlich sein. Ökonomische Bildung, aber das gilt aus meiner Sicht nicht nur für das digitale Zeitalter, ist wichtiger denn je. Das Wissen in der Bevölkerung über grundlegende ökonomische Zusammenhänge kann es den Zentralbanken auch erleichtern, für Preisstabilität zu sorgen. Meine Damen und Herren, unsere Bildungsarbeit und unsere Kommunikation insgesamt schlagen eine Brücke zwischen der Geldpolitik und der breiten Öffentlichkeit. Solche Brücken sind wichtig und als Präsident der Bundesbank möchte ich sie pflegen, damit wir noch mehr Menschen erreichen. Die Bundesbank und das Eurosystem sind unabhängig von der Politik, um stabile Preise zu gewährleisten. Aber im Gegenzug für ihre Unabhängigkeit muss sich die Zentralbank in einer Demokratie der Öffentlichkeit stellen. Nur so können die Menschen prüfen, ob wir unseren Auftrag erfüllen und auch innerhalb des gesteckten Rahmens entsprechend handeln. Die Menschen in Deutschland erwarten zu Recht, dass die Bundesbank eine hörbare Stimme der Stabilitätskultur ist. Ich kann Ihnen in meiner Funktion hier versichern, das wird auch so bleiben. Wir werden unsere Expertise und unsere Überzeugung in die Debatten selbstbewusst einbringen. Engagiert für unsere Position zu werben, heißt im Übrigen nicht, anderen Positionen ihre Berechtigung abzusprechen. I am looking forward to fruitful discussions in the ECB Governing Council and to working with you, Christine. As a long-standing member of the Markets Committee, I always enjoyed working together with colleagues from the Eurosystem and benefited from a variety of views and experiences. We are all striving to achieve our common goal of safeguarding price stability for the people of the Euro area. Ebenso freue ich mich auf die Zusammenarbeit im Vorstand. Viele kenne ich ja noch ganz gut. Und mit den Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Bundesbank. Wenn ich von der ganzen Bundesbank spreche, dann meine ich damit explizit die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, in den Hauptverwaltungen und natürlich hier in der Zentrale. Ich bin schon gespannt, alte Bekannte wiederzusehen und einige neue Gesichter durfte ich jetzt in den ersten beiden Tagen schon kennenlernen. Ich bin gespannt darauf, was kommt. Wir gehen das gemeinsam an und dann können wir auch viel bewegen. Recht herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, für diejenigen, die hier gewesen sind vor Ort, für diejenigen, die uns zugehört haben. Dank an das Malion-Quartett, die wir gleich noch einmal hören werden. Und wir haben zwei wunderschöne Blumensträuße. Ich weiß nicht, ob die schon alle sehen können, aber in diesen grauen Tagen, die wir im Moment hinter uns hatten, ein schöner Gruß aus dem Frühling. Einmal für dich, lieber Jens, und einmal für dich, lieber Joachim. Ich darf euch die gerne übergeben. Vielen Dank an alle dabei zu sein.